Danke, Herr Präsident, hohes Haus, werte Zuseher. Ja, ein sehr wichtiges und emotionales Thema, Lebensmittelverschwendung. Vielleicht noch einmal ganz kurz, es gibt keine ganz exakten Zahlen, aber es gibt schon recht verlässliche, zumindest Anhaltspunkte. Und wir sprechen in Österreich, noch einmal wurde erwähnt, von rund 1 Million Tonnen verschwendete Lebensmittel in Österreich pro Jahr. Die Aufteilung, auch hier gibt es geringe Differenzen, aber um es einfach zu machen, ungefähr 40% machen Sie zu Hause in den Haushalten, was Sie wegschmeißen. Weitere 40% in der Lebensmittelherstellung, sprich am Feld oder in der Verarbeitung und 15% in der Gastronomie. Und dann bleiben noch exakt momentan 5% im klassischen Lebensmittelhandel übrig, um einmal die Dimensionen auch klar zu machen. Und wir, glaube ich, wollen alle keine Verschwendung, ist vollkommen klar. Wo ich schon einmal, nachdem ich ja schon vor, glaube ich, 6, 7 Jahren die ersten Anträge eingebracht habe, man muss da den Leuten schon sagen, es ist ein sehr komplexes Thema. Und der Grund dieser Verschwendung hängt auch damit zusammen, dass wir sehr, sehr viele Gesetze und Regelungen haben. Ich darf nur noch einmal darauf hinweisen, früher war es in der Landwirtschaft relativ einfach, auch von der Gastronomie her, der berühmte Sautrog, da haben die Bauern alles verfüttern können, da wurde wenig verschwendet, es wurde im Kreislauf untergebracht. Das hat die Gesetzgebung verhindert, das darf man nicht mehr. So, und jetzt muss die Gastronomie Geld bezahlen, damit sie diese Lebensmittelabfälle quasi ordentlich entsorgen, und das kann bei einem großen Hotel durchaus 15.000 bis 20.000 Euro ausmachen, diese Entsorgung von Lebensmitteln, das man früher quasi in der Schweinefütterung verwenden hat können. Im Lebensmittelhandel, und ich bin der Letzte, der also die Großkonzerne hier verteidigen möchte, funktioniert das mittlerweile schon sehr gut. Das heißt, da gibt es diese Kontrolle, das heißt, die müssen auch immer melden und die versuchen alles weiterzugeben, was nur irgendwie geht. Nur, Frau Kollegin, die rechtliche Absicherung, die haben Sie denn nicht genommen oder die Regierung. Weil wenn Sie halt was weitergeben, dann haften Sie auch nach wie vor dafür. Und das will natürlich keiner. Und es geht um diese Haftungsfrage. Und da müssen wir, glaube ich, alle miteinander nachdenken, wie wir in Summe von dem herunterkommen. Dann gibt es auch noch den großen Bereich der Lebensmittelerzeugung, sprich unsere Bauern. Und die haben das große Problem, dass die Konsumenten draußen halt nur den schönen Salat wollen, die schönen Karotten wollen und teilweise sie die Ware zurücknehmen müssen, wenn irgendwo vielleicht einmal eine Fruchtfliege drauf ist. Auf einem Salat müssen die palettenweise zurücknehmen. So, das ist ein Problem, das liegt aber an uns als Konsumenten. Und dann gibt es den Riesenbereich, und den sollten wir auch einmal diskutieren, das ist immer ein bisschen verpönt, darüber zu diskutieren. Natürlich haben unsere Eltern und Großeltern noch gewusst, was sie mit Lebensmitteln machen. Das weiß die junge Generation wertfrei heute nicht mehr. So, sollte einmal die ÖVP jemals das Bildungsministerium innehaben, dann kann die ÖVP ja dann versuchen, im Bildungsministerium vielleicht unseren Kindern beizubringen, was man mit Lebensmitteln machen kann. Früher, das ist ja eine Tatsache, früher wurde in den Haushalten halt wesentlich weniger weggeschmissen, weil man noch wusste, was man mit Lebensmitteln machen kann. Das wissen die jungen Menschen immer, weil man auch ideologisch nicht wollte, dass quasi die Kinder kochen lernen, Lebensmittelkunde lernen, weil das ist ja quasi eine unterschwellige Geschichte. Und das im Gesamtkomplex sollten wir einmal diskutieren, eine Lösung suchen, damit wir von dieser 1 Million Tonnen an Lebensmitteln, die noch genussfähig sind und die weggeschmissen werden, runterkommen. Und da helfen nicht immer noch mehr Gesetze, sondern vielleicht auch einmal eine Lockerung der Gesetze, damit dieser Kreislauf vernünftig in die richtige Richtung kommt. Aber wie gesagt, das Thema ist ja nicht neu. Ist immer gut, dass man darüber diskutiert, aber ich würde schon einmal raten, das vielleicht mit Hausverstand anzugehen, nämlich das Ziel muss sein, diese Menge zu reduzieren. Und da gibt es 4 große Schrauben, an denen man drehen muss, aber da sind wir als Bevölkerung, auch in den Haushalten, auch gefragt, weil 40%, die größte Menge, wird weggeschmissen in den Haushalten. Und das könnte man relativ schnell mit Bildung, wirklich Bildung der Jugend, könnte man sehr schnell viel bewegen. Und die 5% im Handel, darf ich noch einmal sagen, die sind schon sehr stark reduziert worden. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist ein großer Aufwand auch für die Handelsketten, das ja auch bezahlt werden muss. Und was alle gerne hätten, die Sozialmärkte, was sie sagen, da haben wir momentan 1%, was wir unterbringen. Und auch da hängt ein Rattenschwanz dran. Sie müssen ja diese Waren dann auch weiter in den Geschäften, in den Sozialmärkten unterbringen. Und Sie wissen jetzt wahrscheinlich selber,
das ist nicht so einfach abzuhandeln. Das heißt, von der Idee her wollen wir das alle, aber in der Praxis muss man die Zahlen im Gesamtverbund schon einmal klarstellen. Ziel von uns allen, glaube ich, sollte sein, Lebensmittelverschwendung massiv zu reduzieren. Das wäre die Zielsetzung, aber halt da sollte man vielleicht einmal ohne Schranken im Kopf auch einmal offen diskutieren, weil da sehr, sehr viele Dinge vielleicht nicht so sind, wie es am ersten Blick ausschaut. Danke.